Hi liebe Leute, ich bin's wieder und jetzt passend zum Start der Bikepark-Saison bin ich in Willingen. Das ist quasi mein zweites Büro und hier mache ich mega gern meine Kurse, fahre aber auch just for fun. Es gibt ja jetzt auch ein paar neue Strecken und natürlich immer im Mai das Bike-Festival seit 23, 24 Jahren. Ich müsste mal nachgucken und ich bin immer gerne da, freue mich immer über die neuen Formate. Fahre gerne beim Marathon mit, es gibt auch Enduro und dieses Jahr ist mit dem Ghost Recon Ride auch mal wieder was ganz Neues dabei. Das ist ein bisschen wie ein Orientierungsrennen und hat dann verschiedene Stationen in Zweierteams und natürlich geht es um Spaß haben. Es wird auch als Rennen gefahren, aber es geht wirklich mehr um den Spaß an der Sache und denke mal Bogenschießen oder verschiedene Sachen werden dann als Aufgaben warten. Genau weiß ich nicht, was die sich alles eingefallen lassen haben und es wird am Anfang mit der neuen Gondel hochgefahren, mit dem neuen Lift, sorry. Und damit ihr gut runterkommt, damit ihr Spaß bei dem Rennen habt, ich mache euch einen Link unten rein, wo ihr die Infos findet und die Anmeldung. Heute Thema Off-Camber Wurzelpassagen. Off-Camber, das ist jetzt so ein Bike-spezifischer Begriff, heißt leicht hängend. Also wenn man einen Trail fährt, die sind ja oft im Hang, da kann es sein, dass der Trail auch so ein bisschen hängt. Und wenn dann Wurzeln kommen und die sind nass, dann hat man schnell das Gefühl, es rutscht weg. Also heute ein paar Tipps dafür. So, liebe Leute, hier ein gutes Beispiel. Wir sind hier am Duro-Part an der Freeride-Strecke. Also ihr wisst, neben der Freeride-Strecke, wo auch der Flow-Trailer und so weiter sind, da ist immer so Wurzelpassagen, verschiedene Strecken von Enduro-Rennen, die hier immer sind. Und hier seht ihr das ganz schön. Die Wurzeln und es hängt so ein bisschen, leicht schräg. Und gerade bei Nässe sehr knifflig. Wichtig, wenn es wirklich nass ist, dann geht mit dem Luftdruck ruhig noch ein bisschen runter. Ich habe jetzt so einen normalen Luftdruck drin. Wir haben trockene Verhältnisse. Das geht auf jeden Fall. Und ja, natürlich ist es oft, wenn es so hängt, ja, mit einer kleinen Kurve verbunden oder es geht geradeaus. Und ich möchte euch nochmal ganz kurz zeigen, was ihr dann machen könnt. Erstmal hier so in der Trockenposition. Und zwar, die Gefahr ist ja, dass weil es hängt, dass ihr wegrutscht. Um die Seitenstollen noch besser zu nutzen, könnt ihr dann, ähnlich wie bei einer Kurventechnik, eure Beinarbeit nutzen, dreht euren Körper ein bisschen ein, nimmt das äußere Knie Richtung Oberrohr, macht euch klein und dann habt ihr hier mehr Traktion. Die äußere Kurbel kann dann ruhig nach ganz unten zeigen, damit ihr den vollen Grip habt. Ich zeige euch das mal bei langsamem Tempo. Also, könnt ihr gut erkennen, ich habe meine Hüfte wieder ein bisschen mitgedreht, nicht zu viel, ich will ja nicht sofort eine Kurve fahren. Sieht ja so aus, als wenn die nach außen geschoben wird, fühlt sich mehr nach Mitdrehen an und dann werdet ihr merken, ihr kriegt hier mehr Gewicht über euer zentrales Tretlager und die Seitenstollen werden mehr belastet. Je rutschiger das ist, desto kleiner macht man sich, um halt einen tieferen Schwerpunkt zu bekommen. Ja, und ihr habt gemerkt, man fährt erstmal langsam an. Man weiß ja nicht, wie ist der Grip, wie sehr hängt diese ganze Stelle. Und man kann sich dann mit dem Tempo langsam steigern. Ihr wisst natürlich, Geschwindigkeit stabilisiert auch, aber man kann nicht überall Kamikaze reinfahren und hoffen, dass der Grip noch reicht. Deswegen rantasten. Ja, jetzt seht ihr nochmal die ganze Passage aus einer anderen Perspektive und ihr seht auch, wie das leicht hängt. Ja, ihr wisst natürlich, im Video sieht irgendwie alles gerade und flach aus. Das ist immer, wenn irgendwo steil ist im Video, sieht ja gar nicht steil aus. So ist das nun mal, aber ich hoffe, ihr erkennt es trotzdem. Und hier hat man natürlich auch eine gewisse Linienwahlgeschichte. Jetzt haben wir gerade sehr viel Grip, aber wenn es nass ist, sind das sehr rutschige Wurzeln. Und dann kann man auch schon gucken, ob man vielleicht hier ein bisschen außen weiterfährt, die Linie nimmt. Dann hat man nicht diese richtig doofe Wurzel, die einen ganz blöden Winkel hier hat, mit dabei. Und kann aber immer noch rüberziehen, dass man dem weiteren Trailverlauf folgen kann. Also Linienwahl, vorausschauend, scannen, spontan reagieren, natürlich auch wichtig. Und denkt an die hängende Ferse und den lockeren Lenker, dass ihr da auch immer noch abfedern könnt. Manche denken, oh, jetzt wird es vielleicht ein bisschen rutschig, ich muss jetzt voll das Vorderrad belasten. Und legen sich dann richtig auf den Lenker drauf, dass sie natürlich dann im Endeffekt noch schneller wegrutschen. Also ihr sollt natürlich, wenn ihr Grip braucht,
beide Räder mehr belasten, wenn ihr euch klein macht. Und das, dann habt ihr auch vorne mehr Grip. Ihr müsst nicht noch künstlich versuchen, ich baue vorne noch mehr Grip. Dann geht das Vorderrad auch ganz schnell weg. Vertraut ruhig auf eure zentrale, aktive Haltung und dann kriegt ihr das hin. Ein ganz wichtiger Tipp noch für euch, und zwar, es gehört zum fortgeschrittenen Bikersein einfach dazu, dass eure Räder auch mal rutschen werden, auch euer Vorderrad. Wenn euer Vorderrad mal ein Stück wegrutscht, heißt es nicht, dass ihr sofort komplett wegrutscht vorne und stürzt. Gerade bei Off-Camber-Passagen muss man quasi dieses Gefühl, das Rad fängt leicht an wegzurutschen, da muss man quasi mit klarkommen, darf sich nicht zu sehr erschrecken, weil wenn man sich extrem erschreckt, dann erstarrt man, hat keine Lockerheit mehr. Deswegen wirklich tastet euch daran und lasst es auch zu, dass eure Räder ein bisschen rutschen. Manchmal rutschen beide Räder ein bisschen zur Seite, manchmal nur das hintere oder nur das vordere. Wenn ihr nicht komplett sofort wegrutscht und stürzt, dann ist das ein Ding, das gehört einfach dazu, gerade in off-camber hängenden Kurven. So, also, das waren ein paar kleine Tipps für Off-Camber-Kurven, hängende Kurven, und ja, wendet das mal an. Wir sehen uns ja vielleicht beim Bike-Festival. Ich werde da sein, ich mache auch ein paar Workshops, aber werde auch an den Events teilnehmen. Ich verlinke euch jetzt mal darunter. Das Enduro-Rennen ist auch hier im Ettelsberg und in den anderen Bergen gegenüber. Da gibt es richtig coole Stages. Und natürlich, was ich gesagt habe, gerade jetzt so für jemanden, der sagt, Enduro ist mir noch ein bisschen zu profimäßig, ein bisschen zu wettkampfmäßig, der Ghost Recon Ride, der einfach ein bisschen entspannter ist. Für die Leute mit E-Bike gibt es auch einen E-Mountainbike Challenge. Letztes Jahr bin ich mit René Wildhaber da mal mitgefahren. Das war auf jeden Fall super spaßig. Da geht es aber nicht nur schwierig bergunter, auch mal hoch. Setze ich euch auch den Link rein und ich hoffe, wir sehen uns bei gutem Wetter beim Festival. Bis dann.